ist denn hier? Da gerade was. Ach nee, das sind nur hier so komische Staubkörner oder so. Die da rumglänzen. Oha. Ich ahne Böses. Und Großes. Sehr groß. Oh, da haben wir. Na komm her. Den wollte ich machen, genau. Toll. So stark ist der also. Ah, nochmal ein halbes Herz. Ein ganzes werden wir wohl nicht mehr zusammenbekommen. Schätze ich einfach mal. Nein! Oha. Das ist schon eine Kanone. Wir werden das erfahren. Das heißt ja immerhin irgendwas mit Wahrheit. Dieses Kapitel. So, wir schauen uns erst nochmal ganz kurz hier oben um, ob wir hier irgendwas haben, was uns vielleicht noch... Ah, guck mal hier, ein Buch. Etherwall CEO 1. Die Etherwall-Gruppe hat V-Grid komplett in der Hand, von der Planung der Stadt bis zu ihrer exzessiven Bewaffnung. Die dunklen Facetten des Konzerns werden dabei immer hübsch in blumiger Sprache vertuscht. Mit seiner gigantischen politischen und wirtschaftlichen Macht hat der Konzern eine Insel geschaffen, die als Symbol des Fortschritts gilt und, sein Hauptquartier mitten im Zentrum dieses Symbols, der Isla del Sol, platziert. An der Spitze des Konzerns steht ein Mann namens Balder, der ein Nachfahr der lange ausgestorbenen Lumen sein soll und die uneingeschränkte Bewunderung seiner Leute hat. Balder ist ein Rätsel. Wenn er wirklich von den Lumen abstammt, strömt sein Blut schon seit der Auslöschung des Clans vor über 500 Jahren durch seine Adern. In den Weekreader-Aufzeichnungen der letzten Jahrzehnte wird jedoch niemand mit einer derartigen Abstammungslinie erwähnt. Genauere Recherchen über Balders Geburtsort, Schulbildung, Berufslaufbahn und Familienhintergrund haben nur eines ergeben, dass sämtliche Informationen über ihn gefälscht sind. Über sein Leben vor der Etherwall-Gruppe gibt es keinerlei Aufzeichnungen. Keine Geschichte über ihn hat irgendeinen Wahrheitsgehalt. Es ist, als hätte er sein Leben schon von Geburt an geheim gehalten. Die noch nie dagewesene Militärexpansion und die Turbulenz um die Energieforschungen im V-Grid habe ich ja bereits erläutert. Doch nun steht ein Mann, der seit Jahrzehnten sämtliche Fakten seines Lebens ausradiert hat, am Gipfel eines ungeheuer mächtigen Konzerns. Man muss sich fragen, wozu dieser Mann in der Lage ist. Ja. Liegt hier auch Teil 2 rum gleich? Vielleicht? Aber, warte mal. Was liegt denn da unten? Aha! Eine Krähe. Oh Gott! Ei! Yes! Und zack. Und dann kommen wir ja mal mit dem mit Folterangriff platt. Und nochmal einen Maximalbonus bei diesem Ding rausgeholt. Sehr geil. Nice. Sehr schön. Eine Goldmedaille. Warum hat das jetzt kein Platin gegeben? Also so schlecht waren wir da jetzt nicht. Ah, wahrscheinlich waren wir doch für den Schwierigkeitsgrad der Gegner zu oft getroffen worden. Oh, ein rotglühender Schuss. Sehr geil. Hab ich den jetzt eingesammelt? Ja. Also davon liegt meine Waffe. Ah, sehr gut. Also, wie gesagt, schlimmer kann es, was die Anzahl der Tode angeht, hier in dem Level jetzt nicht mehr werden. Insofern bin ich ganz dankbar dafür, dass wir nochmal einen rotglühenden Schuss bekommen haben. So, was haben wir hier unten? Sind wir da hergekommen? Da sind wir... Achso, das ist der gleiche Gang, in dem wir eben gekämpft haben. So, und hier sind wir hergekommen, ne? So, da ist auf jeden Fall nichts mehr. Da sehe ich nichts mehr. Okay. Dann gehen wir nochmal hier rein.
Und gucken mal, was passiert. Drehen. Oha. Was jetzt? Was? Die verschwinden einfach. Na, das ist ja toll. Ja, und jetzt? Das ist interessant. Okay, da kann ich nicht drauf laufen. Die verschwinden wahrscheinlich auch? Nee. Yes. Oh ja. Yeah. Geil. Nice. Ich wollte mich doch direkt in den Vogel verwandeln. Da drüben noch mal gucken, ob da auch noch mal irgendwelche Feinde kommen. Bestimmt. Nein. Wo muss ich denn eigentlich hin, sag mal? Hier wahrscheinlich, ne? Schätze ich jetzt mal. Ich da nicht dran. Ah, okay. Ja, klar. Ich kann ja nur auf diesen Dingern laufen. Welche? Ach, guck mal da hinten. Wo ist denn das jetzt? Da. Nein, so geht's nicht. Oha. Knapp war's. Ach so, ich sollte vielleicht einfach dieses Plateau da verwenden, wenn es mir schon dargeboten wird. Nein! Wo kann ich hin? Na, klasse. Oh. Schau mal da, das Spielzeug Gnade. Mit jemandem, der ist einfach hier in diesem Kapitel. Überhaupt nicht drauf hat. Und zwar. Überhaupt nicht. So, jetzt aber bitte einmal. Ah, ist das Kapitel 2 über den Geschäftsführer? Jawohl. So, noch etwas beunruhigt mich an Balder. Gerüchten nach soll er sich am Spiel des Lumenweisen beteiligt haben. Mit anderen Worten, er hat fieberhaft nach den letzten noch übrigen Umbra-Hexen gesucht. Moment. Eieiei. Fieberhaft nach den noch letzten
nach den letzten noch übrigen Umbrahexen gesucht, um seine Forschungsarbeiten zur Energie der nächsten Generation zu begünstigen. Gerade läuft es überhaupt nicht. Was ist hier gerade los? Warum ist das jetzt hier plötzlich weg? Ich frage. Kaum vorstellbar, dass ein Mitglied eines Clans, der vor 500 Jahren untergegangen war, im Großen und Ganzen völlig anonym geblieben ist. Bei der Macht, die dieser Clan als Hüter über die Welt einst besaß, ist die Tatsache, dass der selbsternannte Weise Balder aktiv nach einer Hexe sucht, ein großer Grund zur Beunruhigung. Die Suche nach einer Energie der nächsten Generation mag ja vielversprechend klingen, doch der wundersame Aufstieg von Balder und dessen Unternehmen sowie dessen Herrschaft über ein ganzes Waffenarsenal fand unter dem Deckmantel der totalen Medienkontrolle statt. Würde man wegen eines friedlichen Unterfangens etwa eine derartige Geheimniskrämerei betreiben? Was mich auch stutzig macht, ist die Leichtigkeit, mit der sich in letzter Zeit Informationen über den Itavol-Konzern beschaffen lassen. Vielleicht ist es nur mein journalistisches Gespür, aber ich glaube, Balder lässt mit Absicht Informationen durchsickern. Stimmt meine Annahme, gibt es keinen Ausweg. Seit ich über die Verwandlung Vigrids und den dunklen Schatten hinter Itavol berichte, befinde ich mich auf unausweichlichem Kurs zur Wahrheit. Und wenn es eine Falle ist, die ich überwinden muss, ich bin fest entschlossen, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Zum Lesen klappt auch nicht mehr so ganz. Haben wir da irgendwas? Da fehlt uns was. My beloved son. Ach, guck mal hier, und jetzt haben wir alle. Das war's, glaube ich. Ich glaube, mehr gibt's nicht. Das war's letzte Buch. Ihr seid erlöst. To my beloved son, ist diese Seite unversehrt in die Hände eines anderen gelangt, ist mir etwas passiert. Genau für einen solchen Fall wurden diese Notizen verfasst. Dennoch frage ich mich aber, wie weit ich auf meiner Reise gekommen bin. Vielleicht ist es mir gelungen, einen Funken Wahrheit aus der dunklen Verworrenheit herauszuholen. Vielleicht konnte ich meinem Sohn vermitteln, was es bedeutet, von Herzen an etwas zu glauben. An meinen Sohn, den ich über alles in der Welt liebe. Wenn du diese Zeilen liest, vergib mir, dass ich dich wegen meiner Arbeit vernachlässigt habe. Ich bin ein törichter, sturer Mann, der viel zu sehr an seinem Glauben hängt. Sicher hast du viel darunter gelitten. Nun musst du selbst die lange, beschwerliche Reise antreten, die sich Leben nennt. Ich als Vater kann dich nichts mehr lehren und dir nichts hinterlassen. Hoffentlich wirst du dich an die kurze Zeit erinnern, die wir gemeinsam verbracht haben. Betrachte diese Zeit als Symbol für meine Liebe zu dir. Ich bete, dass sie dir als Leitplan für dein Leben dienen wird. Oh. So, was haben wir hier? Vielleicht doch nochmal ein Herz? Ach, hör auf. Geil, hätte ich nicht gedacht. Kriegen wir nochmal eins zusammen? Nein. Da müssen wir rüber. Oder vielleicht doch. Ich kommentiere das einfach nicht mehr. Es läuft einfach überhaupt nicht mehr gerade. Aber auch diese Hindernisse werden wir überwinden. So. Ich verstehe auch manchmal nicht, nach welchem System die kommen und gehen, diese Platten. Ach, guck mal hier, jetzt sind wir direkt auf der anderen Seite. Das ist schon mal ganz praktisch. Schade, hätte ja nochmal das dritte Herz drin sein können. Ah, guck mal hier. Okay, wir haben unsere Machtanzeige erweitert. So, aber wo geht's jetzt lang? Das wäre jetzt aber fies gewesen. Ist ja da hoch? Wohl kaum. Also wahrscheinlich am Ende schon, aber... Ach, oder soll ich da in die Mitte irgendwie springen? Ach nee, warte mal, hier sind Türen. Ah, okay. Oh. Ach, guck mal da. Geil. Cool, dass wir nochmal gegen so ein Ding kämpfen dürfen. Das freut mich tatsächlich. Für mich eigentlich mit der geilste Gegner hier.
Autsch. Hat er mich gerade... Nein. Aua. Das gibt aber nur, das gibt aber nur Magieanzeige. Da wurde ich beim Kauf aber schlecht beraten. Okay. Ja klar, natürlich muss dieser Golem-Typ auch nochmal kommen, weil, wie gesagt, es kommen ja alle Gegner nochmal. Ich kann aber nichts. Naja, einen rotglühenden Schuss haben wir noch. Oh Gott. Ja, da oder auch war er auch nötig. Timing ist alles. Jetzt. Oh, bei diesem Vieh muss ich gerade an einen Gegner aus Vanquish denken. Ebenfalls ein sehr, sehr geiles Spiel. Das ich auch noch auf meinem Kanal übrigens Let's Playen werde. Ich kann eigentlich sogar schon sagen, dass das Let's Play fertig ist. Es ist komplett aufgenommen. Ich muss es nur noch mal schneiden und hat es mir eigentlich aufgehoben mal für Momente, in denen mir Folgen fehlen. Wie hat er mir denn jetzt eigentlich schon wieder so viel Lebensenergie abgezogen? Jetzt aber! Achso, Climax. Schade, hat nicht ganz gereicht. Ciao. So, dann kannst du hier mal die Tür aufsperren, Bayonetta. Eieieiei. Dieses Level. Aber ich muss sagen, fernab jeglicher Aufregung. Ich finde es ganz geil, dass man jetzt nochmal gegen jeden Gegner kämpft. Das finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. Mal gucken, wie lang. Wann der nächste kommt. Oh Gott, wofür denn dieses... Okay. Krass. Voll gut. Ach so, stimmt. Du hast ja auch gefehlt. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Hallo, das ist Firmeneigentum, was du hier beschädigst. Aua. Okay, man muss den scheinbar zurückdrängen. Aber wie geil auch die Perspektive hier gerade ist. Ja, ich bin froh. Das wird sowas von eine Stein, das wird wahrscheinlich eine Lebenmedaille, eine Schmutzmedaille wird das. Auszeichnung. Hallo. Hallo, haben wir es jetzt? Hier könnte der Gegner aber durchaus wieder etwas schwerer sein, weil wir jetzt natürlich hier nicht die Möglichkeit haben, in alle Richtungen auszuweisen. Wir hatten auszuweisen, ja. Auf dem Wasser hatten wir ja diese Möglichkeit. Aua. Oh.
Nice. Aua. Nein. Jetzt aber. Ha. Okay, dafür hat man hier aber deutlich eher die Chance, die Hexenzeit zu bekommen. Vergiss es. Oha. Okay. Mhm. Was? Alter! Okay. Kann das jetzt noch hängen? Egal, ich frag nicht. Jetzt kann es nicht mehr hängen. Also, gerade wenn man denkt, das Spiel wäre bizarr, das sieht so geil aus hier gerade. Boah, sieht das gut aus. Also hier gerade diese Perspektive mit dem Mond im Hintergrund, finde ich voll geil. Gerade wenn man denkt, es könnte nicht noch bizarrer werden, dann legt Bayonetta immer noch mal einen drauf. Und ich freue mich sehr, dass es zwischenzeitlich im Laufe dieses Let's Play tatsächlich ein paar Leute zu mir gefunden haben, die gezielt Bayonetta schauen auf meinem Kanal. Finde ich total geil. Die neuen Lautsprecher von, was, von JB? Oder wie heißen? Von Bose. Gar nichts mehr. Der Turm zur Wahrheit. Es wird sowas von. Ja. Alter Schwede, alter Schwede. Attack! Ah, wir hatten zwischendurch. Hatten wir nicht eine Kugel angesammelt? Okay. Ach, was weiß ich nicht. Ich dachte, wir hätten jetzt mehr Kugeln. Nein! Ja, oh, das hat noch als Kopfschuss gegolten. Geil. Der war gut. Da war ich zufrieden mit. Überlege ich gerade, ob wir nochmal ins Tor zur Hölle kommen. Ich tausche es mal ein. Ich tausche es mal ein. Und jetzt auf dem Kopf oder was? Achso. Okay. Krass. Oh, der Lumenweise. Kapitel 16. Wir speichern. Gucken. Ah, 12,5 Stunden. Das hatte ich echt so nicht in Erinnerung. Wir sind ja, ich sag mal, wir haben jetzt nirgendwo so richtig, richtig lange gehangen. Ja, wir sind ja relativ gut durchgekommen. Boah, krass, 12,5 Stunden. Hut ab. So, und dann würde ich jetzt aber hier mal mir quasi das Grand Finale für entweder die nächste Folge oder für gleich aufsparen. Ich will mal gucken, wie ich die Folgen schneide. Und je nachdem seht ihr mich jetzt gleich wieder oder dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Macht's gut. Ciao.